Ich lade Sie ein, einmal die Augen kurz zu schließen und einmal an das Thema der Ernte zu denken. Und zwar an eine Ernte in einem Bereich, die möglicherweise nicht ganz optimal ist. In einem Lebensbereich, wo Sie sagen würden, da geht noch was. Da ist noch Luft nach oben. Und vielleicht sehen Sie dann sowas wieder hinter mir, auf der Leinwand. Vielleicht haben Sie auch schon alles Mögliche getan. Mentaltraining, Muskeltraining, Intelligenztraining. Vielleicht haben Sie Kommunikationstrainings gemacht, Positivdenkentrainings, Klopftrainings, Winktrainings. Aber Sie sind irgendwie nicht auf den Punkt gekommen und die Ernte ist irgendwie nicht besser geworden oder nicht mehr geworden. Und ich möchte euch einladen, auf eine ganz kleine, kurze Reise. Und die hängt mit diesem Stab hier zusammen, den ich vor 9 Jahren von einem Schamanen nach einer langen Pilgerreise im Monsun in Nepal durch die Berge bekommen habe. Es ist eine Metapher für die alten Mythen. Und in diesen alten Mythen gab es häufig einen Baum oder einen Stab. Meistens war es ein Apfelbaum. Und der Stab oder der Baum war in Verbindung mit einer Schlange. Und diese Schlange hat etwas mit uns zu tun. Denn sie entspringt genau wie der Baum aus den Tiefen des Dunkeln, aus dem Unterbewussten oder Unbewussten, aus der Unterwelt. Und genau dort entspringt auch das Potenzial, welches wir nicht nutzen, und das Versagen, was wir erleben, die Ängste, die Blockaden, die Hemmungen, all das ist dort unten gelagert. Und diese alten Mythen sagen, dass dieser Apfelbaum oder diese Äpfel, die an diesem Baum wachsen, Geschenke der Götter waren. Und sie sagen auch, dass es eine Kraft ist, die dort unter der Erde gebunden ist, die wir im Grunde selber aktivieren können. Das sieht man in dem Bild hier von Moses auch, der mit diesem Stab das Meer spaltet. Und das Meer und das Wasser ist ja auch immer eine Metapher für das Unterbewusstsein und für das Unbewusste. Und es geht um Selbstermächtigung. Es geht um Potenzialentfaltung für mich in meiner Arbeit täglich seit über 15 Jahren mit Menschen und mit Führungskräften. Und ich erlebe es ganz, ganz häufig so, dass die Menschen an der falschen Stelle suchen. Dieser Stab hier, das ist auch eine Metapher für jeden Einzelnen, der hier sitzt, für dich. Du bist der Stab. Du bist verwurzelt bis nach unten in diese Unterwelt und in diesen Himmel. Und die Schlange ist eine Metapher für deine Lebenskraft, für deine Lebensenergie. Es kann aber auch eine Blockierung sein. Der Stab kann auch wachsen auf eine Art und Weise, wie er so schief und krumm ist, dass da nicht mehr viel fließt. Und jeder Gedanke, jedes Bild, jede Emotion, alles, was du aufgenommen hast, ist dort drin abgebildet. Und es ist eben das, was du dann bist. Deine Selbstformung, ja, spiegelt sich in deinem Körper wider. Das ist der Stab. Und das Feinstoffliche, das ist eben diese Schlange. Und darum geht es. Wir müssen dieses Feinstoffliche wieder aus der Unterwelt befreien. Und wir müssen diese alte archaische Kraft in uns wiederfinden. Denn wir haben sie alle in uns und wir haben alle dieses Potenzial. Es wurde uns immer erzählt, dass es nur irgendwelche anderen Leute haben, die irgendwo da draußen auf irgendwelchen Bühnen stehen, wie ich jetzt. Aber jeder Einzelne, der hier sitzt, hat das auch. Und das ist das Wichtige, dass wir anfangen, das wieder zu entdecken, dass wir anfangen, das wieder zurückzunehmen. Diese Kraft, die in uns gehalten ist. Und man hat uns das vom Kindergarten an erzählt. Die Medien erzählen uns das jeden Tag. Alle möglichen Werbekampagnen erzählen uns jeden Tag, du brauchst die Zahnpasta kaufen, um ein cooler Typ zu sein und eine Frau abzukriegen oder irgendein Auto. Das ist es nicht. Du brauchst die Kraft. Du brauchst diese Kraft. Und die zeigt sich auf ganz vielen Facetten, auf dem Nervensystem, in den Muskeln, in den Faszien. Das ist auch nicht nur Mindset, sondern es ist wirklich dein Körper. Es ist dein Organismus.
Und das wird häufig im Mentaltraining und auch in der Hypnose und in all diesen Konzepten, die es dort gibt, wird das übersehen. Wir brauchen den Körper. Und das ist genau das. Wir brauchen die Bottom-up-Bewegung, sagt man in der modernen Psychologie. Das heißt, wir brauchen das, was von unten hochkommen will, nämlich aus dem Unterbewussten. Und wir brauchen die Top-Down-Regulierung über auch die Gedanken. Wir brauchen beides. Und das muss beides zusammenkommen. Und wenn beides zusammenkommt, dann hast du die Möglichkeit der großen und der vollen Ernte. Dann hast du die Möglichkeit, wie man vorhin gesehen hat, wie Herakles die goldenen Äpfel aus dem Garten der Hesperiden zu erlangen. Dann hast du die Möglichkeit, dein volles Potenzial zu leben. Und dafür braucht es ein reguliertes Nervensystem, ein positives Mindset, ein Bewusstsein für deinen Körper. Es braucht dafür vor allen Dingen auch ein Bewusstsein, wie du dich organisierst, wie du lernst und wie du etwas machst. Warum ist gar nicht so wichtig, sondern wie. Das ist ganz entscheidend. Und das hat mich auch dieser alte Schamane in Nepal gelehrt. Ich danke euch ganz herzlich für das Zuhören und für das Interesse und wünsche euch hier einen ganz wunderbaren Tag und viel Erfolg und viel Glück bei eurer eigenen Potenzialentfaltung. Man braucht auch Glück dabei. Danke.